Heute, was geht ab, Leute? Okay. Ein neues Ex ist ja gekommen. Also ich check's nicht. Also ich habe nur noch Ex, die aus dem Ausland kommen. Und das sollte kein Versand. Schau mal, das kommt aus Indien. Und das sollte kein Versand. Und zwei andere, die wollten Versand. Sogar eins, wo ich zu Hause war. Ich hatte kein Geld da und der musste mir dann einen Zettel schreiben und das hole ich jetzt ab. Also jetzt hole ich zwei Sachen ab. Komisch, aber ja. Sammlung erweitert sich, aber ich habe wieder aufgehört mit der Sammlung, weil es fehlt zu viel. So, ich habe das zweite Paket noch abgeholt. Die Jungs sind beim Tischtennisturnier. Die meinten so danach Food Factory. So, alles klar, ich komme vorbei. Richtiger Trostpreis. Anstatt diesen super. Also, gestern im Stream hat uns Bargisch so von Lukas, so Food-YouTuber, so einen anders heftigen Döner gezeigt. Vielleicht der beste der Welt, der ist in Wien. Der hat uns richtig heiß drauf gemacht und dann wollten wir tatsächlich spontan Roadtrip nach Wien. Also heute Morgen, Samstagmorgen und dann Samstag schön, Sonntag schön eine Übernachtung. Hätte ich sogar übernommen. Und Tank hätte ich hier sogar auch übernommen. Und dann Sonntag halt irgendwann heim. Ist ja nur 3,5-4 Stunden von München entfernt. Aber dann hat zum Glück noch ein Zuschauer in den Chat geschrieben, dass der Laden, Ferhat Dön heißt er übrigens, momentan zu hat. Wir hatten schon so Vorfreude, wir hatten so Bock auf diesen Roadtrip, auf diesen Döner. Und dann wurden wir richtig, richtig hart enttäuscht. Und jetzt als Trostpreis gibt es Food Factory gleich. Und ich habe gerade ein Paket abgeholt. Wie gesagt, keine Ahnung, wieso ich immer hier lande. Das ist nicht mal annähernd in der Nähe von mir. Aber hier ist ein Asiate, bei dem habe ich letztens bestellt und der hat mich so krass überrascht. Erste Frühlingsrolle, die mir getaugt hat, das Essen, Reis und so, war richtig warm, richtig heiß, richtig lecker. Fleisch auch super zart, richtig lecker. Ich glaube, ich gönne mir hier noch eine Frühlingsrolle, bevor ich zu den Jungs fahre. Die brauchen eh noch länger. Erst nach dem Tischtennisturnier gibt es was zu essen dann. Also ich finde die immer noch mega, das war kein Einzelfall. Die Größe ist so eine kleine Mini-Frühlingsrolle, die so tiefkühlt, die jeder Asiate hat. Schön knusprig, geiler Teig. Eure Hang! Jetzt fresh aus Wien zurück. Nein, schaut Johanna, gibt's dich einfach. Dein Papa hat 10 Euro. Also 8. Sehr schön. Sehr schön. Was geht? Was geht? Heute ein richtiger Prosper, so richtig. Ja, ja. Mann. Frisch aus Wien zurück. Ehrenhafter Vertreter. Ehrenhafter, ja, ja, okay, oder? Mann. Oh mein Gott. Oh, ja, danke, für wen 9? Pass auf. Zehn, fünf. Barisch ist viel geduldiger als ich. Ich bin schon dreimal abgezogen. Der erste Favorit war gegen. Okay. Ganz schlimm gewesen, ja, ja, das Spiel. Ich hab schon gemerkt. Hey, für mich auch. Für mich auch. Oh yes! Ha! Traurig, Mann. Statt dass wir Dokumi sind, schaut einfach Livestream von Dokumi. Echt traurig. Richtig Plan B hier, Leute. Food Factory. Nicht, dass es schlecht ist, aber im Vergleich zu dem, was man da gesehen hat. Boah. Man hat uns immer noch nicht vergessen, Leute. Seit dem einen Mal, wo wir da waren. Direkt aufs Haus, Kurs geht los. Selbstgemachte Ayran. Ja, nur weil du es gestern im Video gesehen hast. Und Food Factory. Gott. Deswegen trinke ich heute auch Ayran. Schau mal, oben ist auch schon ein bisschen Schaum. Ich habe ein bisschen. Boah, ja, super saftig. Richtig frisch, Mann. Hey, Bar, probier. Sehr ehrlich. Nee, ich muss sagen, richtig frisch. Oh mein Gott, das schmeckt ends geil. Ends geil. Hol dir auch einmal. Ja, ich hol dir. Gab's da besonderes Special? Alter, ends nicht, ey. Ganz ehrlich, der will mir was gerade sagen mit dich. So, nein, mir geht's echt gut. Ich habe ja nicht gesagt, dass dir nicht gut geht. Danach will er mir, komm, nimm Baklava. Ich so, Alter, die kenne ich gar nicht. Das sind die neuesten. Sagt, ja, okay, ich nehme 10 mit.
Dann kostet es eigentlich 15, also ja, zahlt 10 recht. Nee, passt schon mal ganz hinterher. Echt mega. Mega korrekt. So, ja. Gönnt euch Food Factory. Richtig geiles, geiler Service, geiles Essen. Also geile, mega nette geile Leute. Preise auch. Ausgemachte Eier. Wir haben schon probiert, richtig auch geil. Sehr lecker. Schmeckt sehr, sehr gut. Fette Dürüm. Zart gefressen, Alter. Nee. Nein. Ich hab was Krasses. Ich hab einen Dürüm-Mix. Ich hab Döner drin. Ich hab ein Pi-Dürüm. Was? Pi-Dürüm. Gute. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Also wir sind jetzt dreiviertel Stunde gefahren für Food Factory. Dürüm essen. Aber wenn ich nach Wien konnte. Jetzt essen wir andere Döner. In Wien war das nun. Aber dafür, der ist genauso gut. Meiner ist super. Oh mein Gott. Wieso sagt ihr nichts? Wieso, nur Laura sagt was. Was passiert? Was noch? Ja, das ist schon. Du isst ja noch. Da kommt ja noch mehr dazu. Saftig. Saftig mit Eiern. Probieren wir auch. Schmeckt schon gut. Schmeckt endgeil. Schmeckt nicht so wie ich erwartet habe. Schmeckt sogar besser. Aber der vom Brunnen schmeckt noch mal krass. Das schmeckt ja. Schon. Einer der besseren, die ich getrunken habe, ja. Hängen wir ein. Und das war der Döner, den euch euer Leben verändert hat. Es gab keinen Döner, der unser Leben verändert hat. Es ist ein Burger, der unser Leben verändert hat. Na, wo da warst du auch dabei. Wo Dings, wo er so happy war. Wir waren happy, ja. Nach dem Döner. Ja, da hat irgendwie alles so. Es war so kalt einfach draußen. Da kam der warme Döner. Dieser spezial goldenen Paprika, die ist heute nicht drauf. Oh mein so. Gott, jemand hat Dragon erzählt. Ich kann immer nicht lachen. Wie lacht, bist du sauer oder was? Ein bisschen zu müde. Tamam, sau. Alle Jamschen gut. Tamam, danke dir. Super. Tamam. Geh, was bringt du zu weinen heute? Das ist jetzt, das ist so traurig. Das ist so traurig. Du fühlst es so kommt sehr. Automatisch. Ich, ja, ich will automatisch. Ja, aber es kommt automatisch, weil, ja, ja. Weil es so gerührt ist. Ja. Es berührt ein Herz. Im Herzen. Es gab noch so viele andere Sachen. Nein, gab es nicht. Das war nicht so wichtig wie Anime. Alter, weil Ace gestorben ist, Tränen sind geflossen. Alter. Ace war echt wichtig, Mann. Hör auf, jetzt so was zu reden. Ey, es fällt richtig. Das ist doch nicht so ärger, fahrst doch zurück. Der Fazit. Es ist sehr geil. Wenn man echt Bock auf Döner hat, müssen die hier. Aber hat das deine Gelüste gestillt? Nein. Also Wien ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das ist halt so Holzkohlegrill. Einmal, das folgt mal. Weil der endlich wieder offen hat. Wie war der? Ja, Mann, der eine, ich schwör, der eine hat einen Kommentar geschrieben. Ja, wie könnt ihr einfach eure Kunden einfach so zumachen und einfach wegziehen? Der war echt richtig. Der hat sogar schlecht bewertet. Wie kann das sein, Mann? Wie kann das sein, wenn wir fahren, dass er zumacht? Ich habe extra in der Früh angerufen. Aber ja, Food Factory ist aber echt geil. Food Factory feiere ich anders. Saftige Ambiente. Ayran, geiles Ayran. Ayran war echt mega. Fritz Cola. Die haben uns Rabatt noch gegeben, weil wir YouTuber sind. Super saftig, besser geht's gar nicht. Da hätten noch Baklava mit Schokolade. Die neuen Baklava mit Schokolade oder so. Die sind irgendwie mit Milch und so. Echt krass. Abschließende Worte. Food Factory ist super, aber nicht das, was man sich vorstellt, wenn man dieses Video von Lukas gesehen hat. Ein paar Zuschauer haben geschrieben, ja, momentan ist er geschlossen, Umbauarbeiten, die wollen krasser zurückkommen. Ich weiß nicht, wie lange die Umbauarbeiten schon laufen, aber laut Internet schon ziemlich lange. Ein Zuschauer meinte jetzt Oktober. Also wir sind auf jeden Fall am Start dann irgendwann, wenn es halt wieder offen hat. Hoffentlich. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi, Serious Business und ciao.